Die staatlichen Camps waren sehr straff durchorganisiert. Und naja, es ist so ein inneren Konflikt, was man dann hat. Weil einerseits haben Leute es geschafft, um zum Beispiel, wo UN-Organisationen das Rote Kreuz an einem Abend weigerten, Decken rauszugeben und schlichtweg behaupteten, sie hätten keins mehr, war es möglich für Menschen, diese Decken aus ihren Lager zu entwenden und die dann unter Geflüchtete zu verteilen. Was wichtig war, weil die Zelte, worin sie geschlafen haben, waren nicht beheizt. Es war sehr kalt nachts. Und dadurch konnte man natürlich die Leute helfen. Genauso wie durch die Arbeit in diese staatlich organisierte Camps Leute die Situation beobachten konnten, Videos drehen konnten, Bilder machen konnten, was alles verboten war, was sie aber trotzdem gemacht haben. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie sich nicht in diese staatlich organisierte Camps eingebracht hätten. Von daher diesen ständig inneren Kampf. Sie sind unbeheizt, es liegen nur Europaletten auf dem Boden, wenn man Glück hat, wenn nicht, ist da gar nichts. Da müssen die Leute drauf schlafen. Es ist auch richtig kalt. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute in einem Zelt sind, aber die Zelte sind relativ groß. Wenn man das Zelt auch nur eine Sekunde betritt, riecht man sofort, dass sie nicht gereinigt werden, dass sie nicht gelüftet werden. Sie sind mega dreckig natürlich, klar. Wenn die Flüchtlinge neue Klamotten bekommen, wenn sie das Glück haben, weil es gibt da zwar ein Kleiderzelt, aber ob da jeder Flüchtling jetzt auch wirklich hin darf und sich was holen darf, das steht in den Sternen. Unser Eindruck war ein anderer. Und natürlich lassen die Flüchtlinge die dreckigen Sachen da, was sollen sie die mitnehmen? Aber ja, das bleibt halt alles in den Zelten liegen, niemand räumt da auf. Es gibt überall Polizisten, die meisten haben einen sehr aggressiven Tonfall, scheuchen große Gruppen von Flüchtlingen von A nach B. In der letzten Nacht mussten Männer und Frauen ohne Decken in den unbeheizten Zelten, teilweise auf dem Boden schlafen, weil gesagt wurde, das Camp wird zugemacht. Wir haben hier keine Decken mehr, die verteilen wir nicht mehr. Ist ja eh letzte Nacht. Hat in den letzten Tagen in Schwarz-Weiß vorstellt, dann kann man denken, wir wären im letzten Jahrhundert in den 30er, 40er Jahren, das sind Konzentrationslager. Und der Tonfall, der dort herrscht, ist genau der. Das sind Menschen dritter Klasse, sie werden wie Vieh behandelt, von einem Ort zum nächsten gescheucht, angebrüllt. Sie wissen teilweise nicht, wo sie sind oder wo sie hingebracht werden, wie lange das dauert und was mit ihnen passiert. Es wird ihnen nichts erzählt. Die Versorgung klappt mal mehr, mal weniger gut.
Es gibt dort. Dabei war es ja auch so, dass sie auch nur in der grünen Zone, das Camp war aufgeteilt in vier Farben, das hatte eine eigene Zone, nur in die grüne Zone hatten überhaupt Zugang zu Kleiderspenden, ne? Ja, das ist richtig, das stimmt. Also das war ein gigantisches Gelände im Prinzip. Mit sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Zelten drauf. Die meisten vom Militär, denke ich mal, klassisch grüne Farbe. Wo die Flüchtlinge eben untergebracht waren, auf diesen Europaletten, wenn sie Glück hatten. Essen gab es mal mehr, mal weniger. Es gab neben dem Flüchtlingscamp gab es ein sogenanntes Freiwilligencamp. Das haben die freiwilligen Helfer, die Volunteers dort aufgebaut. Die verfügen auch über relativ gute Spenden und sind relativ gut organisiert. Das heißt, wenn die Flüchtlinge versorgt wurden, dann meistens eben von diesen Freiwilligen. Die hatten aber auch nicht immer Zugang zum Camp. Da gab es also durchaus auch Situationen, wo sie das Camp über mehrere Stunden nicht betreten durften. Und insgesamt, ja, waren die Zustände einfach unhaltbar. Die Dixi-Klos komplett überfüllt, total dreckig, auch natürlich nicht beheizt, logischerweise. Wir haben immer wieder auch Leute gesehen mit viel zu dünnen Klamotten, die dann teilweise so schnell weiter durchgeschickt wurden, dass, wenn sie Glück hatten, ist noch ein freiwilliger Helfer mit einer Jacke für sie hinterhergerannt. Aber einige, ja, hatten eben auch keine Wintersachen an, nur notdürftig, ja, irgendwie mit Decken umwickelt oder eben auch ganz ohne Decke. Viele Kinder, viele Leute haben stark gehustet, haben einen sehr, ja, geschwächten Eindruck gemacht, resignierten Eindruck teilweise auch. Aber was vor allen Dingen mir persönlich sehr ans Herz gegangen ist, war die unmenschliche Behandlung, das unmenschliche Verhalten von Polizei und offiziellen NGOs, auch einigen leider, die tatsächlich, ja, die Flüchtlinge wie Tiere behandelt haben, und hin und her gescheucht haben. Man hatte das Gefühl, da geht jede Menschlichkeit verloren. Das ist hier das einzige Polizeifahrzeug, das wir sehen. Und es ist auf großer Abstand von den Flüchtlingen. Auf sehr großer Abstand. Die Flüchtlinge sind nämlich hier. Hier stehen alle Bussen, die dann später die Flüchtlinge zum Bahnhof in Sitt bringen, wenn der Zug da ist. Es ist eine sehr gemütliche, ruhige Atmosphäre im Gegensatz zu den Camps, wo wir in der EU waren, wo die Leute also von Polizisten direkt begleitet werden, eingesperrt werden und nirgendwo hin dürfen. Go after the rock, the bastard.
So, how long was your journey until here? Your safar chetur bud ta inja? Safar kheli ziyad khatarnak bud, dege az avtir shudem khatar mak ziyad bud, be khatar fishar zindagi amad. I say the journey was very dangerous and especially he crossed the water from Turkey to Greece. And where do you want to go? Kujo khaybe. Khayem maram da Sweden ya tarafay Finland. Na jay ke iqamat bita khub darsish khub basha. You want to go somewhere to study like Sweden or Finland, anywhere. So, do you want to tell us something about your journey or about your life before you flee? He was born in Afghanistan, but the war made them to this. They decided to go to Iran. But in Iran, they were also not safe. Life pressure made them decide to take this journey. Okay. And what was the most horrible thing on your journey? The Darya. The Darya ki bud, dega khatar 99% marg zindagi bud. Feli sakht bud. Be chara na bud. He says the horrible thing was in the sea. Says I was thinking 99% it was dead. We were dead.